So, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier bei Tomb Raider 3. Wir sind nach einer, stehe ich hier, nach einer Weihnachtspause wieder am Start. So im neuen Jahr, ne? Zeitex? 2023, sagst du. Genau. Nee. Wahnsinn. So, ich erinnere mich. Hast du das Datum mal falsch geschrieben? Nein, aber wahrscheinlich heute dann im Laufe des Tages, wenn ich in der Arbeit bin, kann das schon passieren. Okay. So. Also letztes Mal waren wir hier oben und sind dann abgestürzt. Ich erinnere mich. Ja. Ein akuter Fall von Alte 4. Mhm. So, das läuft ja schon mal ganz gut. Mhm. Dann bin ich mal gespannt, wie weit wir noch hier wandern, bevor das Level zu Ende ist, weil wir haben ja schon einiges gemacht. Sollen wir eben schauen, wie viele Secrets du hast? Ja, weißt du das nicht mehr auswendig? 2 von 5. Mhm. Es wird wohl noch ein bisschen gehen. Okay. Level. Nein, ich wollte einfach nur wissen, welches Secret du wann wie, ne? Das letzte war das hier beim Bruder. Genau. So, wie war denn das jetzt genau? Wir können jetzt hier rückwärts springen, genau. Mache ich das einfach mal. Und jetzt war hier dieser Hebel für den Raum, in dem wir schon mal waren. Genau. Ja. So. Also, schön, dass du da Erinnerungen dran hast. Ich habe das alles vergessen. Lei. Ohne Scheiß. Ey. Oh, Feuer. Oh no. Ich habe eine Wunderkerze. Mhm. Wegen Neuer. Ich wollte gerade sagen, du stehst da und zelebrierst deinen Tod. Das ist auch nicht bad so. Oh. Oh nein. Ach ja. Und was hat das neue Jahr dir Suppe gebracht bis jetzt? Reichtum. Na, Schönheit. Ansehen. Also ich will jetzt nicht überall Nein sagen, aber ich meine, ich bin ein echt hübscher Dude. Das ist halt wie es ist, aber ansonsten Reichtum. Oh, lass ich mal auf mein Konto gucken. Da kommen Fledermäuse entgegen. Motten ich war immer noch kein Lamborghini. Meine... Motten nein, kommen sind Fledermäuse. Entgegen. Nein, das sind Fledermäuse. Es sind kleine Fledermäuse, okay. Es sind große Fledermäuse, what the fuck? Du weißt gar nicht, wie groß mein Portemonnaie ist für den Fall, dass ich mal... Weiß ich nicht. Im Wald gehe und da Geld finde von jemandem. I don't know. Leih. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, alles übermalten, ne? Alles so, wie es immer war. Aber tatsächlich muss ich sagen, also jetzt no hate, also doch schon, doch großen Hass an Hermes. Ohne Scheiß. Warum? Ich habe mir eine neue Glotze bestellt. Du verbrennst gleich wieder. Und Hermes hat es geschafft, ja, diesen Fernseher 4-mal erfolgreich nicht zuzustellen. Was? Wir haben jetzt vor die Haustür ein gigantisches, quasi fast schon eine Anleitung geschrieben. Nein. Da steht drauf, nee, das verkneife ich mir, und dass er das doch bitte bei einem Nachbarn abgibt. Das sollte man sich vielleicht auch, weil es gibt Leute, die müssen halt arbeiten, also ja, nicht jeder ist Hartz-IV-Empfänger. Und es heißt jetzt Bürgergeld. Wenn ich sage, dass du ein scheiß Harzer bist, dann bist du ein scheiß Harzer. Es ist ja, mir egal, es heißt, was du für es ein gibt Geld bekommst. Mehr. Es ist mir völlig Wumpe, wie der Scheiß heißt. Ich beziehe jetzt Bürgergeld. Dadurch bin ich direkt in die Elite eingestiegen, Alter. Ich hab legit noch nie in meinem Leben Arbeitslosengeld bekommen. Weil ich auch noch die nie arbeitslos war. Über dem Schach. Mhm. Ah, hier ist ein Loch. Okay. Mhm. Secret. Da juckt mein Näschen überhaupt nicht. Ja, mit der Uzi. Stimmt, wir haben ja die Uzis gefunden, ich erinnere mich. Und hier ist ein riesiges Lager. Mit Munition und einem Health Pack. Okay.
Wieso habe ich jetzt nicht gesehen, was du alles bekommen hast beim Aufheben? Keine Ahnung, ist die Augen aufgemacht? Fuck you, Alter, ich habe das nicht gesehen, da war nichts. Ich glaube, ein Madpack, ein großes und... Shotgun-Munition war es. Okay, was ist jetzt hier? Warum bin ich hier? Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier. Ah, ja. Okay, wir sind jetzt... Also... Warum da hoch? Gab's nicht noch Treppen? Ja. Hier kommt wieder eine U-Bahn irgendwo. Denkst du, die kommt jetzt nochmal? Die ist hier ja schon mal gefahren. Ja. Oder? Nee. Hm. Ich bin noch ein bisschen überfragt. Jetzt rennst du aber also, gerade wieder zurück, kann das sein? Nein. Wir haben ja hier dieses Türchen geöffnet, wenn du dich jetzt noch zurück erinnerst. Ach so, ja, oben die Luke. Ja, ist ja gut. Ich bin eben erst aufgestanden. 3 Stunden bist du aufgestanden, spätestens. Was? Spätestens vor 3 Stunden bist du aufgestanden, nicht früher. Okay. Das ist ihm wieder zu hoch. Du hast seinen Adonis-Körper nicht vor. Ja. Keine Ahnung, so 22 Uhr, aber nicht nach 0 Uhr aus dem Bett bewegt. Ja. Da hast du tatsächlich recht. Damit du es auch verstehst. Aber es ist 2:30 morgens, Alter. Was laberst du denn von wegen 3 Stunden? Ja, sag ich ja so ungefähr. Ja, ungefähr. Was ist das für eine Angabe? In der Wissenschaft kann man nicht sagen mit ja, ungefähr. Kannst du mal an meinem Katheter tutscheln. Du kannst dir selber mal deinen Katheter auslecken, Alter. Alter. So, was hier? Jetzt ist hier oben offen. Das heißt, wir haben das Gebiet im Endeffekt vorweggenommen. Rein theoretisch? Nee, haben wir nicht. Ging ja hier trotzdem weiter irgendwie. So, hier nach oben. Nach oben. Sehr gut, Lara. Du bist einfach eine Legende vor dem Herrn. Also vor dir knie. Also wenn du über die Straße läufst, da knien doch die Leute tatsächlich nieder, oder? Hat doch nicht lustig. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber dieses Vollleder-Outfit ist schon, ne? Stehst du drauf? Ja, in Real Life ist das schon mega weird, wenn man so ein komplett Leder. Vor allem die Arsch. Aber ich muss sagen, jetzt im Moment, zu dieser Jahreszeit, unglaublich viele Frauen tragen diese hautengen Lederhosen. Das ist irgendwie. Vor 2, 3, 4 Jahren war das so. Da hatten alle Frauen immer Leggings an. Und mittlerweile tragen alle Lederhosen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Aber ich werde auch einfach zu alt für Trends, glaube ich, habe ich das Gefühl. Du kommst ja aus Bayern, ne? Du bist ja auch so ein Lederhosen-Fetischist. Gar nicht meins. Fand er auch nicht lustig. Absolut nicht. Würdest du keine Tracht anziehen? Jetzt raste ich gleich aus. Nein. Du bist einfach unfähig, Björle. Kannst echt mal scheißen gehen, ganz ehrlich. Jetzt sag ich es, wie es ist. Leck mich am Arsch. Du Spaß, du Blöde. Ja, mega nice. Aber ich genieße es auch, dass wir einfach mal Spaß haben während diesen LPs. Ja, ich habe auch Spaß. Leck mich. Ich finde es einfach mega lustig. Muss ich einfach... Nicht laden, hör auf! Ich habe nur gespeichert. Habe ich oben gespeichert gehabt? Oh nein. Du springst, Alter. Du lädst für den... Oh, ich krieg so viel, ey. Gameplay mit Monster und Zytex. Der Blutdruck steigt wieder, zumindest bei mir, während ich das angucken muss. Weißt du, ganz ehrlich, dann mache ich es halt nächstes Mal alleine, weißt du? Du bist nämlich auch ersetzbar durch einen zweiten Bildschirm mit Google.
Ist richtig, aber dann würde meine Moderation fehlen. Außer du hast so eine Alexa zu Hause, die du dann voll labern kannst. Alexa, erzähl einen Witz. Alexa, wo ist das nächste Secret? Scheiße. Und wenn die dann sagt, keine Ahnung, du Autist, dann weißt du Bescheid. Ich dachte gerade, du fällst wieder ohne Scheiß. Ich hab das vergessen, dass da diese Gap war. Safe game. So, jetzt hol die Uzis raus. Ist übrigens ein Resident Evil Zombie-Hund. Absolut. Weil er sieht halt legit so aus, deswegen. Ein Psycho-Hund. Sollte sich das mal die Peter angucken oder einer deren Anhänger. Resident Evil Zombie-Hunde darf man erschießen. Hä, was? What the fuck? Das ist ja bis jetzt nicht so der Raum. Ja, irgendwie ist es ein bisschen eintönig und man kommt nicht. Oh. Weiter. Da kommt man auch nicht durch. Na. Aha. Clips für die. Ich weiß nicht mal für was, für die MP5. M5A3. M5A3, das ist kein Battlefield. Da geht's runter, Sia. Okay, das ist ja, auf rein. Jeden Fall irgendwas. Mach eine Flare an und spring. Ja, wir speichern erstmal ganz entspannt hier. Ja, wir hetzen uns nicht. Na, natürlich, entschuldige bitte. Ich wollte ja auch nicht, dass du dich gleich unwohl fühlst. Du fühlst dich gleich unwohl. Das bezweifle ich. Fühlst du dich wohl? Doch. Aber auch immer und irgendwas überall, muss ich sagen. Ja, das Ding gegenüber. Immer und überall. Weißt du, ich hatte Dienst in der nächstgrößeren City bei uns. Und es war nachts und ich war in der Innenstadt. Und da ist halt die Tüte, wo diese ganzen Junkies halt die ganze Nacht chillen. Und ich hatte ja, da warum halt zieht sie eine neue? Ich weiß es nicht. Und irgendwie habe ich es nicht eingesehen, da 12 Stunden nachts gar nichts zu machen. Und dann bin ich da rausgegangen und habe mir zugeguckt, wie die Junkies sich Spritzen setzen. Ich meine, warum nicht? Ja, ey, ich habe sogar für einen noch einen RTW gerufen, weil der auf einmal angefangen hat zu zucken. Ah. Also nicht wegen dem Zucken, sondern... Ich hab wegen seinem Zucken habe ich den RTW gerufen. Safe, weil er hatte eine Überdosis. Nein, ich meine, mein A war jetzt nicht wegen dem Zucken, sondern weil die Tür aufgegangen ist. Nee, I don't know. Und dann gab's da Schlägereien und dies und das. Und lustiger Dienst. Ist aber auch schon also wieder länger her. Besser als da im Büro zu sitzen. Ja, das ist jetzt ein paar Monate her. Kennst du schon mal Secrets hier? Noch nicht. Also, ich schau mal nach den anderen, aber ich glaube nicht. Hier steht einfach ein Tresor. Achso, warte mal. Irgendwas war ja doch mit diesem Level, oder? Hier stehen zwei Tresore. Was ist hier los? Das ist... Okay. Ja, tatsächlich. Also es gibt noch ein Secret in der U-Bahn-Station selbst. Mhm. Aber das kommt wohl erst nach Secret 3. I don't know. Und Secret 3 ist eine ganz weirde Location. Aber das siehst du dann schon. Okay.
Türchen öffne dich. Bist du da, wo bist du da jetzt drin? In so einem Wartungsschacht? Ich habe keine Ahnung. Ich bin immer noch sehr überfragt. Ja, der Schalter, der Schalter hat sich gerade wieder umgelegt, ne? Hast du gesehen? Wirklich? Ja, der linke. Bist du sicher? Strapazier meine Geduld nicht, Jung. Ich will nicht deine Jugend verbrauchen. Meine Jugend ist vorbei, Alter. Oh, das sagt er selbst. Meine Jugend, Junge. Ich wünschte, ich wäre 18. Boah, hätte ich da wieder Bock drauf. Ja, irgendwie war der Gang kacke. Was ist hier oben? Oh. Ja. Einmal kommt man dann nur irgendwie von oben rein. Ich bin hier. Ja, jetzt lauf schnell. Hier. Und run. Run. Vor die Wand. Lauf, Timmy! Oh. Enttäuschend. Was steht da oben drauf? Changer? Cancer? Nee, Chancer? Safe Deposit. Also safe war das ja nicht. Ich weiß ja nicht, was hier abgeht. Das ist schon sehr weird. Ja, die haben sich eine Line Koks gezogen und haben sich dann gedacht, lass uns ein Level bauen. Ja, und auf die anderen Türen scheißt du jetzt? Kann eh nur durch eine gehen. Aber es läuft doch nicht gegen die Wand. Oh, es wäre die linke gewesen. Wie unlucky. Ich geh kaputt, Mann. Ey, komm, das Level ist ja bis jetzt gerade echt mega entspannt. Du machst Progress. Ich kann nichts erzählen heute, ich weiß nicht. Wieso? Warum? Bin ich im Redeflow. Du hast deine Pyramide gebaut. Das hab ich. Gefällt sie dir? Sehr. Was wirst du damit tun? Hinstellen. Ja, aber wo? Keine Ahnung. Okay. Okay, dein Redeflow ist tatsächlich scheiße. Alter, ist das mies getimed. Ich glaube nicht. Nimm die anderen Türen. Die sind genauso Müll. Nein, die sind gut. Du musst Vertrauen haben in die Macht, weißt du? Ja. Ah, der Sprung ins Wasser. Der hat's verkackt. Guck mal, wie viel Zeit du noch hast. Ist ja, ich hab schon hart keinen Bock mehr. Jetzt geht das schon wieder los, ey. Das hat mich irgendwie gezeichnet, das Level. Ist aber auch irgendwie... Ich weiß nicht, es gibt in jedem Tomb Raider Teil 1 so ein Level, wo du einfach deine Nerven verlierst, ne? Nicht ins Wasser. Easy. Das bringt jetzt was? Naja, neues Areal. Mir safe. Okay. Safe ist das ein Safe. Dann kann man hier runterrutschen. Und. Man ist Hardstuck. Du bist mit dem Arschen, Alter. Ich will nicht mehr. Ich glaube, du hättest die andere Tür nehmen sollen für den Schalter. Okay.
Ach du Kacke. Oh mein Gott, wie asozial. Erzähl ruhig was Schönes, ich kann heute nicht. Ich genieße das gerade einfach nur. Ich fühle, wie sich dein Level an Hass aufbaut. Nö, ist einfach. Nö. Ja, dann drück mal den Knopf. Kann man hier runter gucken. In den anderen Raum, wo wir gerade waren. Ja. Und irgendwas ist auch passiert. Ich hab keine Ahnung. What the fuck, Alter. Was ein Level, Mann. Und jetzt kannst du wieder zurücklaufen und dann gehst du wieder durch die andere Tür und dann hat sich da irgendwas getan. Ja, das ist schon eine madige Stelle, ne? Äußerst wild. Aber es wurde auch gesagt, dass das Level, wo eines der miesesten ist. Nee, die meinte ich gar nicht, meinte die andere Tür. Ja, du musst durch die andere. Durch die mittlere. Okay. Was war ich denn in der mittleren? Doch, da war was. Doch. Wenn es auch auf Zeit ist, dann machen wir morgen weiter. Dass du in der Tür, die du durch Zeit öffnen musst, die Tür andere öffnen und dann... Das, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, das wäre halt richtig hässlich. Oh mein Gott, nein! Oh! Nice. Alles gut. Geht doch, was ist los mit dir? Ja, dann halt die dritte von den Wänden. Ist gerade wieder zugegangen. Alter. Egal, ein Knöpfchen. Speichern und aktiviere das Knöpfchen. Speichern. Es ist so stressig. Es passiert halt nicht mal was und du sagst, es ist stressig. Ich hab irgendwie die Mentalität noch. Ich würde gerne aus deiner Hüfte raus und den Boden an. Okay. Ich guck mir gerne Hüften an. Okay. Was ist mit deiner Mentalität? Was ist mit dem? Du hast gerade irgendwas sagen wollen, Alter. Die ist noch gezeichnet von vor Weihnachten, unserer Aufnahme da. Von dem Level hier. Ich weiß nicht so. Es ist heute irgendwie noch nicht so. Was ist denn das? Alter, verpiss dich. Aber hast du da jetzt irgendwas gemacht? Nee. Ich hab einen Knopf gedrückt und ich hab keine Ahnung, was der bringt. Ja, dann guck, ob die Tür jetzt länger aufbleibt. I don't know. Scheiß, bleibt die auf. Du musst hier wirklich perfekt rumkommen. Wenn du auch nur anrempelst, irgendwie ist vorbei. Ja, hast du gesehen? Ich bin zweimal angerempelt, das war's. Es war so close. Und ohne Sprint geht gar nicht, ne? Nein. Ah, mies. Ja, Jonathan, lass uns doch mal was auf Zeit machen. Wie knapp möchtest du das denn haben? Ja, wie knapp geht das denn? Easy, was du redest. Da liegt sogar ein Tresor unter Wasser. Ja. So ist es.
Erzähl doch was Schönes. Ich muss gleich arbeiten. Mhm. Wie immer, man kennt's. Ich habe schon wieder gekocht. Naja, okay, gekocht habe ich nicht wirklich. Ein Schlüssel. Das habe ich mir gemacht. Nice. Was kann der? Erinnerst du dich an irgendeine Tür, wo man den einsetzen muss? Nö. Schön. Ich auch nicht. Der Solomon's Key, natürlich. Yay. Was macht der hier in London? Was ist das links? Old Penny, den haben wir vor dem Automaten gekriegt. So, yeah. Ja. Joa, hat mich gefreut. Es ist hier halt Zugang dicht. Geht's hier vielleicht weiter? Machen wir Licht. Hallo? Boah, irgendwie nicht. Erinnerst du dich noch an den Kathedralenschlüssel, den man gefunden hat, der einem einfach nichts gebracht hat? Du hast gesagt, den braucht man für Secret Level. Bro, dann kommst du, sonst kommst du da nicht rein. Das war da. Ja, okay, aber du brauchst den halt in dem Level nicht. Und du hast ihn ja jetzt auch nicht mehr. Joa, jetzt ist die Tür hier zu und wir kommen hier nicht mehr raus. Du machst das schon. Ach ja, was ein Spaß. Nee, es ist echt schon cool. Du darfst einfach nicht so die Motivation verlieren. So ein Ding ist das. Ist alles deine Schuld? Meine Schuld? Warum? Ich bin nur der Co-Moderator und Secret Master. Du saugst mir die Energie aus. Okay. Und jetzt? Jetzt haben wir die Knöpfe alle betätigt, waren in jedem Raum. Wohin soll es jetzt gehen? Du hast einen Schlüssel bekommen. Genau, und der sagt jetzt, wo ich hin soll? Nein. Du gehst jetzt zurück. Und dann setzt du den Schlüssel in weiß Gott wo ein. Da, die andere Tür, da musst du hin. Ich hab's doch gesagt. Du könntest auch mal klopfen. Ganz lieb. Wie bist du denn? Also du bist durch die Mitte gegangen. Guck mal, ob noch was in der Mitte ist. Aber wahrscheinlich nicht. Ich glaube eher, wir müssen nochmal hinten lang. Wie hinten? Ach ja, wo die Knöpfe waren. Ach so. Bist du nicht müde oder was? Seitdem wir aufnehmen. Okay. Okay. Fühle Schmerzen. Safe. Ich weiß offiziell nicht weiter. Heute ein sehr ruhiges LP, eine sehr ruhige Folge. Das wird auch eine lange Folge. Das ist jetzt gleich eine 30-Minuten-Folge. Ah, okay. Wolltest du die als 30 Minuten hochladen? Bei 40 schaffe ich nicht. Okay. Zwei. Ja, ich habe keine Ahnung. I don't know. Stabil. Wir waren an jedem Ort. Na, das glaube ich nicht. Da sind wir ursprünglich durch, oder? Wait. Kannst du mal deinen Busen aus meinem Gesicht nehmen? Das würde ich niemals in keiner Dimension sagen. Niemals. Niemals. Und wenn ich ersticken würde, es wäre mir egal. Okay. Ja, also ich glaube, wir können hier wieder zurückgehen. Ja. Schön. Gut. Ja, okay, also ich meine, es war schon ein cooles Areal. Jetzt hier so mit Knöpfen und Zeit und Rätsel und dies und das. War schon not bad. Und jetzt geht's hier nach unten.